Herzlich willkommen heute zum Teil 3 zu der Fragestellung, wie gelangt eigentlich der Schmerz in unser Gehirn und was passiert da im Gehirn? Auch dazu heute wieder ClipDoc zu Gast. Hallo Carmen. Hallo. Heute gehen wir darauf ein, auf diesen dritten Teil. Also was passiert hier jetzt im Gehirn, hier in den verschiedenen Arealen? Man weiß ja, im Gehirn ist da ein ganzes Orchester an Aktivitäten. Also im Gehirn wird der Schmerz verarbeitet. Das Gehirn fragt sich, wo passiert der Schmerz? Welches Areal ist betroffen? Wie stark ist der Schmerz? Wie empfinde ich den Schmerz? Auch hier gibt es ja auch Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Ganz viel davon findet im Gehirn statt und das erläutert uns jetzt Carmen von ClipDoc. Befassen wir uns also mal mit der Schmerzmatrix. Die Schmerzmatrix, Sie sehen das hier, kann nur ein sehr, sehr komplexer Prozess sein, denn daran sind extrem viele Strukturen im Gehirn beteiligt. Wir haben hier mal einige Strukturen aufgelistet. Begriffe wie zum Beispiel die Amygdala, das ist eventuell bekannt, das ist ein Bereich, der auch für Angst zuständig ist. Oder zum Beispiel auch der Gyrus parietalis, Gyrus cinguli, das sind alles Bereiche im Gehirn. Jeder Bereich hat einen anderen Namen, die sind hochkomplex und das Interessante ist, die arbeiten nicht alle jeder für sich, sondern alle miteinander. Ähnlich wie in einem ganz, ganz großen Bürogebäude, wo wir verschiedene Substrukturen haben, die miteinander kommunizieren und im besten Fall funktioniert das Gesamtsystem. Vielen Dank, Carmen, soweit. Also das heißt, es gibt verschiedene Areale im Kopf oder im Gehirn. Also es gibt einen Ort, wo man sozusagen den Schmerz emotional verarbeitet und auch Bereiche im Gehirn, wo man sozusagen die Lokalisation feststellt, also an welcher Stelle der Schmerz auftritt, richtig? Genau. Also es gibt ja mittlerweile auch ganz viele Methoden, das unter Umständen festzustellen, sei es zum Beispiel über ein MRT. Mhm. Da kann man ja die Aktivitäten in den einzelnen Hirnarealen schon messen. Das ist ähnlich wie beim Sehen und auch Hören. Das ist auch nicht an dem gleichen Ort und Stelle im Gehirn. Auch das wird separat betrachtet. Trotzdem arbeiten ja natürlich alle miteinander. Genau das ist hier der Fall. Was ist das Problem in der Schmerzmatrix? Sie sehen hier, unsere jegliche Strukturen, die wir so haben in der Schmerzmatrix, haben gerade aufgeblinkt. Die arbeiten alle zusammen und das Problem dabei ist, dass man, wenn man zum Beispiel ein Schmerzgedächtnis entwickelt, diese Schmerzmatrix, genau die ist nachher das, was das Problem des ganzen Schmerzgedächtnisses immer noch verstärken kann. Denn wenn wir zum Beispiel einen Schmerz spüren, ist es nicht so, dass wir nur den Schmerz als solches wahrnehmen, sondern die Information wird verarbeitet. Ich merke mir, ich habe an dem und dem Tag dann und dann in der Situation einen Schmerz gespürt. Meine Laune passt sich an. Ich bekomme eventuell schlechte Laune. Habe ich häufiger Schmerzen? Kann es dazu führen, dass ich eventuell sogar Depressionen entwickle? Ich passe mein Verhalten an. Ich vermeide also diesen Schmerz überhaupt zu bekommen. Und dadurch kann es dann aber auch sein, dass sich ein Teufelskreislauf entwickelt. Das ist ganz klar, weil sich gewisse Muskelgruppen zum Beispiel zurückentwickeln. Die machen dann noch mehr Schmerz. Und im schlimmsten Fall ist es so, dass ich sogar Schmerz empfinde, obwohl rein physiologisch, was die Anatomie betrifft, überhaupt kein Grund mehr dafür da ist. Denn alle Prozesse, die vorher Schmerzen verursacht haben, sind jetzt schon längst verschwunden. Wieso kann ich dann immer noch den Schmerz fühlen? Das liegt am Schmerzgedächtnis und an der Schmerzmatrix. Das heißt, ich habe nur den Gedanken an einen Schmerz. Der Gedanke ist mit ganz vielen anderen Strukturen im Gehirn verbunden, die alle wissen, oh, wenn ich jetzt an den Schmerz denke, dann empfinde ich den Schmerz auch und schon geht dieser Teufelskreislauf wieder los. Das heißt auch, dass Schmerz natürlich eigentlich eine Schutzfunktion darstellt. Das ist ganz wichtig, dass ganz viele verschiedene Zentren zusammenarbeiten und dass die auch alle gekoppelt sind. Aber das Problem dabei ist, dass wir natürlich mit Schmerz immer sehr viele Sachen assoziieren und haben wir über einen längeren Zeitraum einen ähnlichen Schmerz, dann kann es passieren, dass allein durch diese Assoziation, durch das Denken, durch eine depressive Verstimmung, das Ganze nachher auf unsere Schmerzwahrnehmung wieder einen negativen Einfluss hat und wir den Schmerz verstärkt wahrnehmen. Vielen Dank, Carmen, für die Erläuterung. Also wir haben verschiedene Bereiche im Gehirn, die für den Schmerz zuständig sind, die sogenannte Schmerzmatrix, die du sehr gut erläutert hast, auch die verschiedenen Bereiche wie Amygdala etc.
auch für den Patienten interessant zu verstehen, dass man sozusagen Schmerzen spüren kann, aber nicht als negativ empfindet, wenn zum Beispiel ein bestimmtes Bereich kaputt ist oder geschädigt ist. Vielen Dank dafür. Wenn Ihnen der Beitrag gefallen hat, zusammen mit ClipDocs, dann gerne machen Sie den Daumen hoch, gerne abonnieren Sie den Kanal und ja, vielen Dank, bleiben Sie mir treu.